Hallo? Was zur Hölle ist hier los? Da sind wieder irgendwelche Insekten an der Wand. Oh! Tatjana, bist du das? Einen wunderschönen guten Tag, da ist er mal wieder, euer Be A Dude. Und heute habe ich eine weitere Folge von The Evil Within im Gepäck. Und wir starten im besten Fall mal gleich ins Spiel. Ich drücke mal noch auf Weiter. Und dann dürftet ihr genau jetzt die wunderschöne Ladezeit sehen vom Kapitel 6 mit dem tollen Namen Wir verlieren uns. Ja, und wir haben in den letzten Parts ganz schön viel strange Scheiße erlebt, wenn ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse. Unter anderem diese komische alte Bitch fertig gemacht, die mir immer noch einen unfassbar schlimmen Schauer über den Rücken jagt. Und sind hier durch mehrere komische Epochen durch, am Ende mit einem riesigen Gehirn und irgendwelchen Halluzinationen. Und mal gucken, was jetzt passiert. Psst. Sie etwas erschreckt. Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Danke. Was ist denn das hier? Irgendein Kanister-Safe oder so? Keine Ahnung. Ja, gut. Hier ist auf jeden Fall irgendwie erstmal ein... Was war denn das? Hilfe. Ein Zeitungsausschnitt, den gucken wir uns erstmal an. Kirchenboden bricht ein. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzungen. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Kedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Aha. Was haben wir hier noch? Fotos. Eine Kirche. Das war ja so klar. Hilfe. Hallo? Hallo? Ah. Na, super geil. Das geht ja schon wieder ordentlich gut hier weiter. Meine Güte. Warum zum Teufel tue ich mir denn das auch immer wieder hier an? Was war das? Manu. Wir die Dinger aufmachen? Die können wir nicht. Das Bescheuerte ist, ich sehe aber auch hier gar nichts. Mhm.
Und ich scheiß mir gerade schon wieder übel ein hier. Oh. So, im besten Fall, wenn das hier gerade schon wieder überhaupt nicht safe ist, setzen wir uns jetzt mal hier noch auf den Stuhl und upgraden uns mal ein wenig, denn wir haben ja ordentlich viele Punkte hier geschossen beim letzten Mal. Und das sollten wir jetzt ja natürlich auch mal verschwenden. Und was haben wir denn da so Schönes? Mal so ganz nebenbei PS gesagt, ich flüchte mich gerade nur auf diesen Stuhl, weil ich keinen Bock habe weiterzugehen. Aber pst, verratet es niemanden weiter. Spritzenwirkung erhöhen. Das kostet 9000, alter Schwede, das ist ja richtig teuer. Aber eine Idee wäre, glaube ich mal, die Qualenarmbrust hier zu verbessern. Denn die ist noch auf einem ziemlich behinderten Niveau. Machen wir mal hier das auf Stufe 2, die Reichweite. Zack. Und die Nachladegeschwindigkeit ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. So. Meter, 4 Sekunden. Wir graden mal alles so ein bisschen ab. Kältebolzen, wirken. Ja, machen wir auch mal noch hier. Zack. Und jetzt haben wir noch 800. Können wir da noch irgendwas machen? Nö. 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 Gut, dann war's das. Oh, und was mich echt so fertig macht, ohne diese Lampe siehst du hier gar nichts. Oh, Alter. Speichern kann ich auch nicht. Na, super gut. Ach, gut, dann gucken wir mal, was uns jetzt hier Schönes erwartet. Hey. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Was zur Hölle ist hier los? Da sind wieder irgendwelche Insekten an der Wand. Oh! Tatjana, bist du das? Hallo? Man nichts machen. Alter, ich sehe nichts. Ah, das ist vielleicht doch besser so. Oh Mann. Oh Mann. So, was gibt's denn hier? Also es sieht auf jeden Fall irgendwie aus hier wie irgend so ein Krankenhaus. Oh! Das? Wo bin ich denn jetzt hier? Ey, das Spiel ist so ein krasser Mindfuck. Im besten Fall gehen wir einfach geduckt, denn da kann uns nichts passieren. Was sind denn das immer für komische Wellen? Hm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Da ist doch schon wieder hier. Typi. Hallo, hilf uns jetzt mal. Sebastian? Ah ja, ich verstehe. Es ergibt auf jeden Fall alles Sinn. Gut, dieser Typi, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, scheint uns zu kennen. Also irgendwas läuft hier tierisch verkehrt mit Sebastian. Und ich würde gern wissen, wo wir denn jetzt zum Teufel nochmal hier sind. Geh mal erstmal hier runter. Zack. Und was gibt's hier Schönes? Ein Kistchen. Na, gucken wir mal. Vielleicht was Cooles Neues. Eine Harpune. Toll. Das hat sich ja gelohnt. Bam. Machen wir mal hier irgendwas kaputt. Bam. Nee, bringt alles nichts. Schade. Guti. Dann gehen wir hier hoch. Lalalalalalala. Ja, ich finde das Spiel auf jeden Fall immer noch ziemlich fett. Oh ja, und das ist mal Tag. Geil, wie krass ist das denn? Ja, und ich habe halt auch jetzt viel schon im Netz gelesen, dass viele Leute mit dem Spiel nicht so zufrieden sind. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was deren Problem ist. Okay, man muss schon auf jeden Fall sagen, nicht jedes Spiel gefällt jedem Typen. Aber die haben das halt doch schon ganz schön zerrissen hier mit Grafik wäre scheiße und überhaupt kein Horror und sonst was. Keine Ahnung, also ich scheiße mir hier übelst ein und finde, das sieht einfach absolut awesome aus. Vor allen Dingen will ich auch wissen, wie es hier weitergeht. Und mir läuft jetzt schon wieder ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass ich generell ein ziemlicher Schisser bin in den Spielen. Oh, geil. Guckt euch das doch mal an. Wir verlieren. Genau wie auf den Fotos. Ah, jetzt hab ich mir die Fotos angeschaut und bam, bin ich jetzt auf einmal hier. Okay. So, und wer will mir jetzt hier erzählen, dass das grafisch nicht geil aussieht? Hallo, Leute. Das ist doch absolut awesome. So, da geht es dann wahrscheinlich weiter. Demnach gehen wir natürlich erstmal hier hoch und machen hier in diese Ruine einen kleinen Abstecher. Voller Spaß und Freude. Hier liegt überall Geröll im Weg. Hier gibt es anscheinend auch nichts wirklich Cooles so zum Weglooten. Naja, okay, dann klettern wir einfach mal hier hoch. Ein Strick. Super. Das nehmen wir mit. Da können wir uns im Notfall erhängen und müssen kein Zombie werden. Zack. So. Und da natürlich wieder hier meine Gamer-Erfahrung. Mein Gamer-Radar blitzt. Weiß ich natürlich, dass wir jetzt diese Kisten hier runterballern können. Zack. Zack. Und dann gibt es noch mehr coolen Stuff hier für uns. Aber vielleicht ist hier auch noch so eine Aale-Statue mit so einem Schlüsselchen drinne. Wobei ich hier gerade nichts davon erkennen kann. Dann klettern wir doch einfach wieder runter. Oder? Das ist doch ein sehr guter Deal. Da kann ich jetzt auch wieder ein bisschen lauter machen. So. Oh, hier eine Spritze. Sehr gut. Und ein bisschen Schrot. Wunderbar. Laden wir doch die Pumpgun gleich mal hier nach. K-
genauso wie das. Ja, und was ich auf jeden Fall auch dem Spiel sehr zugute halten muss, bis jetzt die Levels auch super abwechslungsreich, allein das Setting, durch die ganzen kranken Sprünge hier immer hin und her, ist natürlich auch dem Entwickler die Möglichkeit gegeben, also sowas erwarte ich dann halt auch, dass man halt vom Setting her immer in ständig neuen Gebieten unterwegs ist. Und wir sind jetzt hier im Kapitel 6 und das ist ja auf jeden Fall bis jetzt immer der Fall gewesen. Wovor ich mir jetzt aber noch so ein klein wenig Sorgen mache, oder worüber, ist der Typ, der da drinne baumelt. Nein, nicht der, sondern wenn wir jetzt wirklich auf der Location der Fotos sind, wo ist das Foto mit dem Loch, wo dieses komische Teil rauskam? Versteht er? Das wird uns hier wahrscheinlich auch irgendwann noch erwarten. Und ich freue mich jetzt. Zack. Und hier, jetzt kommt wieder der Faustschlag zum Einsatz. Bam! Es läuft gut. Headshot. Verpasst. Können wir nochmal dranhauen. Oder verbrennen wir ihn mal. Zack. Ja, und das hat anscheinend hier auch, also ich denke mal, das wird auch noch irgendwie eine Bewandtnis haben, dass die Gegner hier so extrem, ha geil, anfällig auf Feuer sind. Zack. Gucken, ob wir hier irgendwo raus können. Nö. Müssen wir aber auch nicht. Dann geht's jetzt weiter. Und mittlerweile können wir doch schon ordentlich hier sprinten. Oh. Schüsse. Na super. Zeitcheck ist auch alles noch IO. Und dann gucken wir mal, was hinter dieser riesigen Tür hier ist. Eine Sequenz. Hübsch. Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Oh oh. Da rein. Auf geht's. Oh Gott. Wieder eine? Scheiße. Auf mit dem Scheißding. Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Ha. Verdammt. Yeah. So. Jetzt aber mal hier. Jetzt müssen wir mal kurz hier das auschecken. Und zwar nehmen wir jetzt mal hier die. Und können jetzt diese ganzen Dioden, zack, ganz fies abschlachten. Zack. Kann sie nicht mehr lange aufhalten. Oh oh. Einen Moment. Halt sie von mir fern. Oh, 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 verpiss dich. Batz. Hallo? Und zack! Was wollen die tun hier? Die können uns doch nichts anhaben. Diese Motherfucker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg hier! So.
Abgezapft. Gut, gehen wir weiter. Haha, jetzt sind sie alle verbrannt, diese Hurensöhne. Tut mir leid für diese Kraftausdrücke, aber das sind nun mal welche. Zack. So, bitte Gel nehmen wir uns wieder mit. Eine neue Spritze und ein neuer Blitzbolzen. Oh. Oh. Burn, bitch. Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Das sind doppelt so viele von oh. denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Und burn. Immer schön alles abzapfen. Oh oh. Oh, die Nonne, die, der wollte ich jetzt aber nicht tun. Tut mir leid. Oh, das wären jetzt gerade ganz schön viele hier. Oh, fuck. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Oh, und tot. Autsch. Na gut, das war ja richtig, richtig toll. Das probieren wir doch gleich nochmal. Wir verlieren uns. Schieße Explosivbolzen auf den Boden oder auf Wände, um Minenfallen zu platzieren, die von Gegnern ausgelöst werden können. Ah, ich verstehe. Oh. Kommt ran und... Spaß. So, jetzt müssen wir aber hier mal ganz kurz... Wir basteln uns mal hier noch ein... Nein, kann ich nicht. Scheißdreck. Na super. So, das machen wir nochmal so. Kommt alle ran hier. Haus. Da-da-da-da-da-da-da-da. Und... Sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. So einfach nicht mit mir hier. Und burn, baby. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und burn! Hab es! Weg hier! So, schnell raus hier! Zack! Und verbrennt ihr Schweine! So! Blendbolz nehmen wir hier. Hier nehmen wir mal noch ein Spritzchen. Und dann wagen wir uns mal hier runter. In der Hoffnung, dass wir das jetzt hier ein bisschen hier mit Bravour hinbekommen können. So, alles reloaded. Ja, das passt. So, mein Digga, du verteidigst das wieder. So, da sind diese Dudes.
Let it burn. So, du auch noch. Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Da sind doppelt so viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. So, jetzt. Nein, das war vollkommen nutzlos. Oh oh. Oh oh. Hab ich das jetzt umsonst weggeworfen? Och nö. Ja. So, macht ihr es nicht mit mir. So. Wollt ihr noch mehr auf dem Latz haben? Da ist noch einer. Ja. Sebastian, los jetzt. Wir können abhauen. Ja. Gut, die lassen wir mal in Ruhe hier. Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Geil, Snipergewehr. Endlich eine Sniper-Mission. Scharfschützengewehr. Dieses seltsam aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Oh, hier. Unsere Spritzen sind wohl voll. Zum ersten Mal in der Geschichte von The Evil Within. Ja, dann teleportieren wir uns doch mal endlich hier in den Speicherraum. Wird ja auch mal Zeit. Wie lange werde ich hier noch gebraucht? Oh. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Vielleicht sind das auch alles irgendwelche Innereien Erinnerungen hier. Weil die letzte Szene war ja, dass wir hier standen, uns die Bilder angeguckt haben und jetzt zack, buff, in diesem komischen Dings waren. Das ist alles so krass gemacht. Ja, gut, wir werden aber jetzt erstmal hier uns ein wenig neues Equipment zulegen müssen. Zack. Dann nehmen wir erstmal hier so einen Bolzen mit. Und dann öffnen wir hier noch so ein schönes Schließfach. Da unten das. Zack. Und da gibt es neues Skill. 7000. Geiles Ding. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Granaten oder sowas. Ist auch Boogie. Goodie. Boogie, Goodie. Da haben wir das doch. So. Und hier rennen wir nochmal ein bisschen sinnlos quer in der Gegend rum. Gucken wir, ob es hier neue Zeitungsartikel gibt. Nö. Neuen Steckbrief. Nö. Irgendwas in unserer Behausung. Gibt es da was Schönes Neues? Ach, ist es immer schön, mal wieder zurück nach Hause zu kommen, ja? Hier in unsere schöne Zelle. Nichts. Hier war vorhin dieser ulkige Weg, wo wir in diesen Keller kamen. Naja, gut, dann war es das anscheinend hier.
Und dann werden wir doch, glaube ich, auch hier jetzt so langsam mal zum Ende kommen. Wir setzen uns nochmal hier auf diesen Upgrade-Stuhl, damit wir das nicht zum Start der nächsten Folge machen müssen. Deswegen machen wir das jetzt mal gleich. Ich bin so ein taktisch schlauer Planer. Zack. So, und da gucken wir mal. Vielleicht mal wieder was bei Fitness. Wobei, da ist ja alles auf Stufe 3. Maximal die Spritzenwirkung könnten wir erhöhen, aber brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Ich wäre doch dafür, dass wir mal vielleicht unsere Waffe oder hier die Reserve ein bisschen hoch tunen. Damit wir auch mal ein bisschen mehr nehmen können, weil Schrot zum Beispiel finden wir ja schon immer ganz gut. Und da wäre es, glaube ich, auch nicht so verkehrt, wenn wir da einfach mal ein bisschen mehr von tragen könnten. Streichhölzer mehr als 10. Machen wir mal auch noch rein. Und dann haben wir noch 3000 Points. Das würde reichen für ein Upgrade der Harpunenbolzen. Na toll. Braucht kein Mensch. Hier vielleicht. Feuerrate. Ja. Machen wir die Feuerrate der Pumpgun ein bisschen schneller. Das ist doch wunderbar. So, und dann gehen wir mal noch schön mit der Schnecke hier quatschen. Hallo, Süße. Wie geht's dir? Machst du dir gerade deine Finger für unser Date heute Abend? Annehmen. Hallo? Ah, sehr gut. Da sind wir schon fast bei 7 Stunden Spielzeit. Nicht schlecht. So, und dann drücken wir mal hier noch den Pausenknopf und kommen leider mit diesem Teil mal wieder zum Ende von The Evil Within. Ich glaube, uns steht ein Level bevor, wo ich nicht so wirklich Bock drauf habe. Sieht wohl aus wie ein Beschütz-Level mit Sniper. Ich hasse sowas in Spielen. Aber mal gucken, vielleicht wird das ja was. Ist ja auch mal eine schöne Abwechslung zu dem ganzen Horror, der mir hier schon wieder am Anfang des Parts ordentlich den Schauer über den Rücken gejagt hat. Ja, ich bin's, euer BeAdude. Ihr seid die Besten. Gebt mir die Däumchen, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich bin's, euer Dude. Macht Adude.